Hallo Leute, ja, letztes Mal hatten wir die Meinung, dass, sag schon, der Ofen zu viel Strom braucht. Das war die Gegebenheit. Jetzt müssen wir nur schauen, ob dem wirklich so ist oder ob wir noch ein Solarpanel oder sowas haben müssen. Was auf jeden Fall immer mehr wichtiger wird, ist, dass wir einen Trecker oder sowas kriegen, weil mit dem Dingens hier, das klappt nicht so wirklich mit dem Buggy, weil wir können irgendwie nichts mitnehmen. Ne? Das ist unser größtes Problem. Ich denke mal, nach dem Intro gucken wir da mal weiter, ne? Ja, schauen wir da mal gerade, ne? Ja, hier liegt noch was, aber irgendwie ist uns der Trecker jetzt das entscheidende Ding. Hier, wie Sie sehen, ist die Batterie leer. Also der Ofen zieht da schon richtig Power raus. Und ja, wir müssen eigentlich zusehen, dass wir dann ein weiteres Solarpanel kriegen oder einen Trecker vor allem kriegen, ne? Wie kommen wir denn am Trecker dran? Das ist die Frage, ne? Beziehungsweise dran ist nicht das Problem, sondern wir müssten 7.331 Byte haben wir hier. Kleine Kammer-Feststoff-Sprungbooster. Wo ist denn? Ach, hier sind wir sowieso wahrscheinlich falsch, ne? Trecker kannst du hier bei einem Drucker machen und wahrscheinlich hier sogar bei dem hier, oder? Ich sehe jetzt gerade nicht meinen Kreis. Da ist er, okay. Da steckt schon Aluminium drin. Was braucht man denn noch? Keramik, ne? Genau, und das ist ein Sauerstoffmacher, der war auch noch sehr wichtig. Aber der Trecker, der ist genauso wichtig, um die Sachen ranzukriegen, ne? Rover-Sitz-Traktor, da brauchen wir nur Aluminium für, okay. Und warte mal, wir haben doch jetzt gerade hier Laterit geholt. Ups, das war die falsche Taste. Das ist doch hier Aluminium, ne? Das bedeutet. Warte mal, zack, zack, zack. Und F und der Trecker ist gebaut, oder? Das ist doch cool. Haben wir es doch schon. Und dann brauchen wir noch einen Anhänger. Den gibt es doch hier auch noch, oder? Na, jetzt ist der Trecker gerade blockiert wegen Bauen. Gut, das ist aber schon mal ein gutes Ergebnis mit dem Trecker. Stell ihn mal gerade nach da. Geh hier und ich glaube, der nächste ist doch der Trecker. Hänger ist Gemisch und Aluminium. Gut. Das Gemisch liegt hier. Und das Aluminium ist da. Und schwuppsdiwupps. Auf jeden Fall können wir den jetzt zaubern. Und das ist sehr gut, weil dann haben wir wenigstens ein Fahrzeug jetzt mit Hänger. Wir können vielleicht sogar noch einen zweiten Hänger bauen. Aluminium haben wir jetzt nicht ganz so viel. Doch, da liegt nur eins und hier liegt nur. Ah, da links sind auch noch welche drauf. Okay. Das funktioniert ja erstmal dann. Hat er dann noch einen Anhänger bitte mehr? Weil den brauchen wir dann doch. Gut. Dann lass uns mal gerade den Trecker zusammenbasteln. So, und dann haben wir hier erstmal eine ordentliche Produktion, wo wir, ne? Ja. Jetzt müssen wir den da nur dran kriegen, ne? Und der steht da jetzt ein bisschen ungünstig, glaube ich, ne? Kann das sein? Also, jetzt haben wir natürlich hier keinen Strom und nichts dran, ne? Da müssen wir erst einen Generator haben. Der ist aber am Buggy im Endeffekt. Den Buggy, den lasse ich doch da mal stehen. Der ist jetzt nicht so das Prio, was ich brauche, oder? Jetzt läuft der Buggy. Müssen wir halt momentan umstecken, ne? So, nochmal absteigen und kriege ich den da so dran gesteckt? Weiß ich gar nicht. Geht das so aus der Entfernung? Es reicht gerade nicht, oder wie? Doch, da hat sogar Klick gemacht. So, jetzt haben wir es. Gut. Ja,
Einmal einsteigen und einmal losfahren. Das war jetzt unsere Offensive, oder? So, aber jetzt müssen wir gerade noch überlegen, wie wir da weiterkommen, weil das ist jetzt noch nicht alles. Wir brauchen jetzt noch Keramik. Wir hatten Laterit gefunden. Keramik müssen wir brennen aus Lehm. Lehm haben wir nicht da. Das heißt, ein Lager wäre noch ganz nett, ne? Lager ging wie? War das Harz oder was? So, können wir ja sowieso erstmal hier den Bagger, den Bagger, den Drucker gerade umswitchen. Verpacker, Graphit, kleiner Kanister, Arbeitslicht, Flutlicht, Dynamik, mittelgroßer Drucker, Sauerstoffmacher. Ja, der wäre schon klar. Wo ist das Lager? Da war's. Harz ist es gefragt. Harz haben wir jetzt hier nicht rumliegen, aber Harz war direkt um die Ecke hier irgendwo. Ja, wo? Auf jeden Fall da vorne. Gut. Lass uns das mit dem Trecker gerade holen. Das macht Sinn. Einmal aufsteigen und einmal losfahren. Komme ich hier lang gefahren? Ja, naja. Da ist überall nichts. Okay, da gibt es schon gleich Ammonium. Zweimal Harz brauchen wir, aber es wäre jetzt nicht schlimm, wenn wir dreimal Harz mitnehmen, ne? Da sieht es jetzt so aus, als ob da nichts mehr ist. Hier muss noch was sein. Da soll noch was sein. Jetzt ist der Strom alle. Jetzt können wir mit dem Ding jetzt auch nicht zurückfahren, leider. So weit war das nicht, ne? Ich glaube, da können wir gerade zu Fuß hinlaufen, bis die Sonne wieder aufgeht, ne? Können wir auf jeden Fall hier das Lager anstoßen. Zwei haben wir ja schon. Ach so, ja, jetzt sind wir drinnen. Ne, das war falsch. Den Rucksack wollte ich haben. Ja, jetzt kriege ich den Rucksack nicht da. Okay. Und jetzt nochmal mittelgroßes Lager drucken wir. So, das haben wir dann gleich. Was liegt denn hier alles so Schönes rum? Zwei Forschungsproben. Was ist denn hier oben eigentlich drin? Ja, nix. Ach, da haben wir eine dicke, fette Forschungsgegenstand drin. Ist jetzt auch nicht die Lösung, ne? Da brauchen wir nochmal Graphit. Und dann packen wir das da rein, ne? So, das Lager jetzt hier aufgeboostet. Sind wir denn ohne Lager hier? Weiß ich gar nicht. Weil hier ist definitiv jetzt mal hier solche Sachen da dran. Und das ist ja wichtig, oder? Vielleicht noch diese Forschungsproben mitnehmen. Was haben wir hier noch? Eine Anpassung, die brauchen wir jetzt nicht. Das sind jetzt keine Sachen, die ich nicht. Da ist noch eine Forschungsprobe. Wie viel haben wir denn jetzt noch frei? Die Seite ist voll, drei Seiten. Haben wir noch was im Rucksack? Ich glaube nicht, ne? Nein. Das heißt, wir müssen noch drei Sachen haben, die wir dann definitiv, sag schon, zusammensuchen müssen. So, die Sonne ist leider noch nicht aufgegangen. Das heißt, unser Trecker bleibt da erstmal noch stehen, ne? Ist der voll? Kriegt der doch Sonne? Doch, der kriegt doch Sonne, ne? Ich glaube, der hat doch Sonne gekriegt. So, jetzt müssen wir nur gerade schauen. Hier ist ja noch was zum Abbauen eigentlich, ne?
Was war das jetzt für ein Symbol hier? Achso, das ist Ammonium-Symbol, okay. Jetzt ist wieder dunkel. Da soll noch hart sein, okay. Hier ist noch Harz. Knapp am Abgrund. Da muss noch irgendwo Harz sein. Gut. Ich glaube, wir machen das mal gerade, als war das da. Ah, das ist eine Forschungsprobe, ne? Hm. Die machen wir mal hier drauf. Da unten, was ist das Grüne da? Ich glaube, wir müssen mal gerade schauen, dass wir uns hier irgendwie einen Weg runterbahnen, oder? Jetzt kommen wir doch da erstmal hin, oder? Was ist das Grüne? Ach, das ist das Ding ins Ammonium, okay. Ne, na gut. Harz kriege ich jetzt hier nicht abgebaut oder was? Doch. Was hat denn der jetzt gemeckert gerade? Auch wenn ich Ammonium aufsammle, ist das okay oder was? So. Jetzt, vielleicht gucken wir mal, ob hier irgendwo. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine dicke Forschungsprobe. Die nehmen wir noch mit. Weil die kriegen wir ja auch noch auf dem Wagen. Und ja, dann steigen wir ein und fahren mit dem Trecker erstmal zurück. Okay, jetzt haben wir wieder Licht. Solarpanel nimmt wieder Strom auf, das ist schon mal wieder gut. So, jetzt sehe ich auch wieder was. Lass uns mal gerade absteigen erst. Unsere dicken, fetten Forschungsproben gerade hier rüber. Haben wir denn hier schon ein Forschungsteil gebaut? Nee, ne? Das war woanders, oder? Ja, muss wohl. Gut, irgendwo hatten wir etwas, was ein größeres Solarpanel war das eigentlich, was wir da hatten, ne? Das wollten wir letztes Mal mitgenommen haben. Aber da stellt sich die Frage, wo das ist, ne? Hier spawnten da Dinger ja gerade ziemlich spät, oder? Kommt das so ein bisschen träge mit dem Anhängerrad vor? War das Solarpanel hier in so einem Ding drin? Ich glaube ja, ne, oder? War das hier? Lass uns mal gerade hier gucken gehen. Was ist das hier so drin? Wo ist es denn? Oh, hier ist eine Wand. Dachte ich gerade. Schwefel, mittleres Solarmodul. Ja, hier ist wieder so eine Wand. Okay, das mittlere Solarmodul haben wir. Da war noch Schwefel, der war vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Hier ist noch eine kleine Batterie, kriege ich auch noch mit. Und was ist das? Schrott. Okay, den nehmen wir jetzt auch mit, weil es gerade hier geht. Schutt. Ah, ich glaube, das war es erst, oder? Aber diese Stelle war das eigentlich nicht. Nee, das wollte ich nicht. Kuh wollte ich. Den machen wir mal da drauf, oder?
So, jetzt haben wir einen Trecker, der dann wieder fährt. Ich glaube, der braucht zwei Bubbles und der nur einen. Deswegen funktioniert das gerade erst mit dem nur so. Obwohl, hier haben wir jetzt gar nicht geguckt, ob da noch was dran sitzt. Was ist hier noch was? Dynamit ist natürlich richtig cool, wenn wir das mitnehmen, ne? Weil da konnte man so eine Box aufmachen, ne? Hier ist nur Schrott. Schrott und Schutt und hier ist nochmal eine Batterie. Ja. Batterien sind momentan tatsächlich relativ wertvoll für uns, weil wir hier solarmäßig arbeiten, ne? Und irgendwie fehlt mir jetzt immer noch der Lehm. Den ich haben möchte. Also ich stelle mir gerade die Frage, ob man diese Anhänger nicht näher dran machen kann. Dafür muss ich wahrscheinlich absteigen erstmal. Mir kommt es vor, als ob der viel zu nah da dran ist. Er viel zu weit weg ist. Als wenn man so da ist, dass man den kürzer ansetzen kann. Aber nee, er schiebt sich wieder raus. Das ist also doch nicht. So, jetzt ist die Frage, wo ist der Lehm? Region Dünen, das hört sich doch vielversprechend an, oder? Ist das da rechts Lehm? Halten wir hier oben an. Ich glaube, hier war nochmal ein Solarpanel. Kann das sein, dass wir hier schon mal waren? Ich bin mir nicht sicher. Dieses hier könnte der Lehm sein, oder? Genau so ist es. So, jetzt lass mal gerade überlegen. Das organische Ding, kriege ich das noch im Anhänger? Ich glaube nicht. Jetzt lass uns mal hier gucken. Haben wir noch ein Leuchtfeuer mit? Natürlich nur ein Verpacker, so ein Shit. Ich dachte, wir hätten Feuchtfeuer mit. Können wir ein Leuchtfeuer noch irgendwie bauen? Sauerstofffilter. Da, was brauchen wir dafür? Quarz, habe ich nicht. Schade drum. Dahin ist unser Ziel. Und ich wüsste nicht, wie ich jetzt mir das markieren kann, dass ich jetzt weiß, wo ich hin muss, ne? Muss auf jeden Fall jetzt hier Lehm abbauen noch. Und jetzt fällt mir der Lehm hier runter. Ich will den Lehm haben. Was kann ich aus dem Rucksack die Biomasse wegtun? Ich brauche den Lehm. Der ist mir jetzt wichtiger. Und der Rest? Lassen wir jetzt erstmal so und fahren erstmal zurück Station. Ich hoffe, dass wir hier wieder hinfinden zum Leben. Wäre schon wichtig, ne? Unsere Basis ist da. Können über die Dinger rüberfahren, ja. Müssen wir uns merken, wo wir jetzt zur Basis weg sind. Und wie wir da wieder hinkommen. Okay, wohl diese Schräge herunter. Und das sieht so aus, als ob wir dann am diesen ja, Tor, sag ich mal, vorbeifahren müssen. Rechts davon, okay. Wahrscheinlich habe ich hier um die Ecke auch Lehm, ne? Sehe das aber nicht. So, unser erster Lehm wird jetzt erstmal gemacht. Das ist wichtig. Harz raus. Ammonium raus. Rauch raus.
Schrott weiß ich noch nicht, wofür ich den brauche. Den Verpacker ist okay. Den Schwefel können wir auch hier lassen. Wer weiß, wofür wir den noch brauchen. Und die Batterie, die muss auch hier hin, aber die müssen wir ans System anschließen, meines Erachtens. Keramik kriegen wir gleich für den Sauerstoffmacher, ne? So, jetzt nochmal hier hin. Und die Batterie kommt hier hin. Und dann müssen wir den Stecker nochmal abmachen. Und dann können wir den hier ran machen. Und den Stecker dahin machen. Jetzt brennt er da auf jeden Fall weiter. Gut, und jetzt, da haben wir noch eine Batterie. Stecke ich glaube nochmal in den Rucksack, oder? Oder nicht? Besser am Auto lassen? Ich weiß nicht. Vielleicht besser am Auto lassen. Aber die Solarzelle, die muss jetzt hier irgendwo hin. Die ist allerdings, ne? Die nehmen wir mit, die Geschichte. Ist jetzt unser Keramik fertig? Ja. Okay, packt das gerade in den Rucksack. Wir gehen an den Drucker und stoßen den Sauerstoffmacher an. Der ist jetzt wichtig. Weil, ne? Da war er. Ja, Keramik haben wir jetzt. Warum bilbelt der immer so? Ah, weil die da aufladen, okay. Wo ist jetzt das Aluminium? Da. Ne, das ist Kohlenstoff, das ist kein Aluminium. Da ist das Aluminium. Und der Kohlenstoff war im Rucksack. Ah, ne, der Keramik. Und jetzt einmal bitte Sauerstoff machen, damit wir hier endlich Pipelines bauen können. Denn damit geht's dann, oder? So, dann brauchen wir als nächstes noch eine Plattform. Die können wir aber gerade erstmal hier hinstellen, den Solarpanel, weil da geht er, glaube ich, auch an. So. Das Teil haben wir jetzt schon mal hier. Und ich glaube, den kannst du jetzt hier reinsetzen, oder? Und wenn er da drin ist, dann kann man jetzt diese Dinger machen. Warte mal, jetzt müssen wir gerade gucken. Das ist ein Verpacker. Der ist verpackt. Ich glaube, hier gingen drei Stück noch dran, hatten wir, ne? Wir haben ja doch tatsächlich noch mehrere Verpacker hier. Das ist ja schon mal cool. Aber ich sehe schon wieder, die Zeit ist schon wieder sowas von fortgeschritten, ne? Den müssten wir jetzt auch noch verpacken. Warte mal, ich glaube, im Rucksack war noch einer, ne? Ja. So, das bedeutet, wir packen den da jetzt rein. Wir können dann den Sauerstoffmacher umtauschen hier. Allerdings ist es so, dass wir dann unseren Rucksack in der nächsten Folge nochmal vollpacken, beziehungsweise ich packe den Rucksack voll, pack das Ding rein und dann fliegen wir zurück nach Hause, nach Silva oder Silvia oder wie es auch immer heißt, und schauen dann zu, dass wir die Forschungsproben da anschmeißen, dass wir ganz viele Forschungspunkte kriegen daraus. Das ist das Ziel jetzt. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.